Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grimdawn. Wir waren in der letzten Folge hier in der Höhle drin, haben da ein bisschen aufgeräumt, haben uns unter anderem Sprengstoff besorgt, den wir ja hier auf diesem Kartenabschnitt für eine weitere Sprengstelle auch noch brauchen. Und werden uns jetzt hier weiter mit diesen Banditen ein wenig rumprügeln. Die aber so einzeln wie sie sind. Aha. Keine Riesengefahr sind. Dafür sind wir doch ganz gut ausgerüstet. Und als Feuermagier können wir natürlich auch Feuermagier, sag ich immer, als Sprengmeister können wir dementsprechend auch genau hoch. Genauso gut mit Feuer und sonstigen Zeugs umgehen. Bitte uns nicht. Also hier eine Seite, wo der große Kristall versteckt. Ja, komm, ich versuch's mal. Du musst hier vorbei. Das ist voll sagen. Mhm. Du musst an ihn vorbei, bevor du seine hässliche Visage siehst, aber wenn du irgendwie den Release schaust, da kommt das Bett. Aha. Gut, schauen wir mal, ob wir nicht wieder reingelegt worden sind. Was heißt wieder? Bis jetzt haben wir ja eigentlich immer ganz gut gelegen mit unseren Entscheidungen. So, das war die erste von drei Schmieden, die wir zu erledigen haben. Mit der Quest den Gegner entwaffnen. Na, jetzt komm hier. So, Frankie das Messer, den lassen wir jetzt mal alleine. Er wird wohl mit seinen Kumpanen sich gleich auf den Weg machen. In der Zwischenzeit werden wir hier mal die weiteren zwei Schmieden finden. Hey, geil, eine Arena. Dynamit, okay. Nehmen wir noch mit. Die wollte ich haben. So. Damit ist die Konstitution auch wieder voll. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Bin ich denn zu blöde? Da waren wir drin. Da ist das Lager. Was bist du denn? Aha, aha, aha. So, das ist der gesamte obere Bereich also. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich von dort da dran. Mhm. Dann werden wir mal hier auf der rechten Seite entlang gehen, an der Höhle wieder dran vorbei. Mal gucken, ob das was bringt. Ich kenne die Karte nämlich nicht, weil ich mich selber nicht spoilern wollte in dem Sinne. Macht es natürlich dann gelegentlich etwas umständlich für ein Let's Play, aber
wenn ich die Karte komplett auswendig kennen würde, das ist ja wie, was weiß ich, wenn man Diablo zum 34. Mal durchspielt. Das hat ja dann nicht wirklich noch Überraschungen für einen über. Dann doch lieber so. Zack. Töte Darius Lieutenants. Das dürfte der erste gewesen sein. Haben wir noch was? Nö. Gut, wo geht's denn hier rein? Ach ja. Guten Tag. Na, wollen wir mal schauen, wenn wir alles rauslocken können. Also ganz blindlings wollte ich dann jetzt nicht wirklich rein. Komm her. Einmal. Zweimal. Na, wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Da geht's hoch. Achso. Da haben wir auch schon mal die Tür aufgemacht. Hammer. Geile Wegfindung. Na komm schon. Das haben wir in anderen Spielen schon schlechter gesehen. Dort ist die zweite Schmiede. Und es bleibt noch eine. Fight. So. Haben wir noch was? Nö. Das war das zweite Lager. Gucke ich mir mal die Karte hier an. Dann wird wohl hier die dritte sein. Oder da oben. Auf jeden Fall wollen wir uns hier an der Ecke mal entlang bewegen. Da stehen noch ein paar Fässer rum. Eisenstücke nehmen wir auch mal mit. Und dann geht's hier raus. Wunderbar. Jetzt sind wir oben. Alles klar. Kriegsschild der Dornen. Was haben wir denn da? Nehmen wir magisch. 21 Durchschlagsvergeltung. Na, nicht wirklich. Ein paar nette Schuhe. Und einen magischen Einhänder. Na, nicht wirklich. So, den Ring, den wollte ich glaube ich noch an die Seite packen. Also den zweiten Inventarslot, den haben wir jetzt auch noch nicht so wirklich gebraucht. Aber man weiß ja nie. Na, wenn das mal kein Fehler war. Dravgo die Fackel. Das war der zweite Lieutenant. 25 Ruf Levels Crossing. Alles klar. Halt, da oben rennt noch einer rum. Das war das. So kurz geworfen. Und fertig. Dann sagen wir mal den Krempel hier ein. Gefroren ist jetzt, nehmen wir doch mit. Professor Perskin wird umgehangen. Ist alles nicht wirklich so prickelnd. Und diese weißen Gegenstände, die nehme ich gar nicht mit, weil die haben zwar teilweise dann gute Grundstats, wie hier zum Beispiel Räuber Schulterschutz mit Rüstung 52. Bloß das bringt mir ja nichts, weil die ganzen Goodies ja nicht drauf sind. So, dann machen wir mal eben die, genau, dritte Schmiede kaputt, Schmelze. Und sollen jetzt zu Quaid im Rover Camp in Old Arcovia zurück.
Aber ich werde mich ja noch ein wenig umschauen, was hier noch so zu looten gibt. Ich muss mal eben auf der Karte gucken. Ja, gut, so viel ist das nicht mehr. Ich kann jetzt hier runter diesen Bereich freimachen. Ich denke, das wird sich auch noch lohnen. Stromschlag. Aha. Gut, schauen wir mal. Von da kommen wir. Und, ne, ja, jetzt hier. Nicht mal rumzappeln. Eins, zwei, drei. Dies, wo dies. Haben wir noch was? Nö. Gut, dann werden wir uns mal hier über die Brücke oder komme ich von da? Nö, komme ich nicht. Das ist die Brücke, wo wir die ganze Zeit immer drunter hergelaufen sind. Hammergeil. Hammergeil. Es macht immer wieder Spaß, wenn man eine Zeit lang nicht gespielt hat, das Ding hier mal wieder anzuwerfen, weil... Wenn man sich überlegt, was für ein kleines Team da so hintersteckt. So, komm her. Ein Traum, ein Traum. So. Hier oben wird wahrscheinlich auch nichts Wichtiges mehr sein. Bis auf den Dicken da. Ja gut, dann gucken wir mal, wie jetzt alles ankommt. Hasch mich! Das dürfte dann ja der dritte Lieutenant sein. So, jetzt habe ich es wenigstens alle hinter mir. Toll, super. Hast du klasse gemacht. So, das wäre der Dicke. Genau, der dritte. Feurio! Na geht doch. Schon wieder Dynamit. So, noch mehr Dynamit. Aha. Six Gun brauchen wir nicht. Revolver brauchen wir nicht. Lichtbringer Silberamulett. Zwei Feuerschaden. Drei Schaden gegen Untote. Drei Geist. Energieregeneration plus 25 Liftradius. Hm. Nicht schlecht, aber ja. Hier sind gerade keine Untoten. Magischer Gürtel, unser ist besser. Einhänder magisch, bringt mir auch nichts. Schade eigentlich, schade eigentlich, schade eigentlich. So, gefrorenes Herz, das packen wir mal eben darüber. Das Knarrengedönse. Ich pack's mal an der Seite. So, schauen wir mal, wo sind wir denn? Ach, dann müsste hier oben doch bestimmt die Bude von dem Darius sein. Dem Herrn Crownley. Autsch. Da hinten haben wir noch ein paar schöne Kisten stehen. Ja, treffen wäre nicht schlecht. Hä? Wie komme ich denn da hin? Ernsthaft jetzt? Hä? Bin ich doof? Geht doch. Einmal kurz nachgedacht
Brandbombe und Tschüssenkowski. Zwei Hände selten, ja. Oh, was ist denn jetzt los hier? Nebel, geil, geil, geil. Ich kann es immer noch wieder sagen. So, da haben wir nichts. Damit haben wir das auch ausgeräubert. Hatten wir hier hinten war doch noch einer, ne? Da geht's lang. Ein Traum. 77er Rüstung. Antiven. Was haben wir hier? Eine schicke Jacke. Naja, gut. So. Ein bisschen Loot tut immer gut. Und dann werden wir uns mal in diese Richtung begeben hier, um dann zu schauen, weil da hinten sehe ich es schon. Achso, das Dynamit wollen wir mitnehmen. Dieses Augensymbol. Na. Wird mich wahrscheinlich zu den Mr. Crowley führen. Mineingang. Crowleys Versteck Eingang, alte Bedrohung, sag ich doch. Na, wir müssen dann erstmal hin aufmachen, weil. Die Nebenquests und so weiter, die werden wir. Zur Not, na komm schon. Ebenfalls noch weitermachen. Logischerweise. Aber erstmal hier oben aufräumen. Oh. Ja, heiße Füße hat er, ne? So. Ach, da geht's. Nee, ne? Bin ich da jetzt? Unberührte Mahlzeit. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Die Stahlschmiede vernichten, obwohl wir das gar nicht brauchen. Wir sollen doch zum Camp in Otakovia zurück, ne? Das werden wir doch jetzt mal eben machen. Und dann ein bisschen Loot verkaufen. Soll jetzt nicht wieder in eine falsche Richtung laufen. Da geht's lang. Quaid. Wie geht's mit deiner? Ja, ich habe die Schmieden zerstört. Jawoll. Was gibt's denn? 500 Eisen und 500 Punkte bei den Rovern. Aha. Ob wir es mehr Arbeit? Was schwebt euch davor? Moneybags. Martin, finde Martin und lass seine Leiche in den Tunnel verrotten. Ich werde Moneybags Martin finden. Wunderbar. Und damit haben wir eine weitere Quest bekommen. Genau. Gib mir mal einen guten Preis. Denn ernsthaft sehe ich ja jetzt 17 Eisenstücke für so ein Ding. Das ist ja mal gar nichts. Ja. Weg mit dem Ramsch. Das werden wir hier rüber packen. Und dann hier mal eben kombinieren. Und somit haben wir wallendes Blut, verbessert alle Ringe und Amulette. Ein Traum. So. Hätten wir das auch erledigt. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge den guten Darius Crowley finden. Und mal schauen, was wir mit dem zu tun haben. Ich denke mal, so ein bisschen Kehle durchschneiden. Ja, könnte hinhauen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao und danke fürs Zuschauen.